Reactor online. Sensors online. Weapons online. All systems nominal. Moinsen und hallo Leute, herzlich willkommen bei mir. Ich bin unterwegs im Waschbecker High Roller. Dual Rack 5, ein Medium Laser, ein Bild, den ich im Bushi liebe, und ich habe mir im dem Hero Mac Event den High Roller noch gegönnt. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn da auch hochgeladen habe. Der war ja fleißig am Leveln, der Kleine. Auf jeden Fall, es ist halt mal wieder Zeit für einen Ducker Stream. Everybody get on schon. Ja? Leute, ey, nervt nicht rum. Ja, Sean Lang ist hier. Und er ist in meiner Lanze. Vapor Eagle fährt der Hund. Ich fühle nicht den Mac, der ist zu gut. Mal ganz ehrlich. Der Vapor Eagle ist einer der gefährlichsten Clan-Macs. Der kann ganz gut was wegstecken. Ist sehr agil, auch noch mit Jump Jets. Und kann echt krasse Waffenloadouts tragen. Eine LLBX 20 mit diversen SM4ern oder 3 IR-PPCs, die mit etwas Selbstbeherrschung. Ja, auch gut gemacht. Echo 6 ist schon. Egal, wo du dich hinwendest, mein Freund, du kriegst halt einfach hart den Rücken. Puff, KMDD. Nice. Naja, und natürlich der Klassiker, einen neuen ATM-12er und einen Tech-Laser. Also, der Vapor Eagle ist halt sehr gefährlich. Ich habe immer noch, also ich habe damals ein bisschen was zum Vapor Eagle hochgeladen, aber ich glaube von diesen gefährlicheren Builds noch immer nichts. Also den mit den 3 PPCs würde ich auf gar keinen Fall bringen. Ach, warum läufst du dahin, wo ich laufe? Gib mir nicht die Show! Aber den Brawler oder die ATM Wildsau könnte man mal versuchen, ne? Ach, nicht mal angekrabbelt. Wegen dem Torso-Twist. Da muss ich mir irgendwie umgewöhnen. Ich war gerade ein bisschen in Lightmax unterwegs. Hab sehr hart verkackt. Aber da war ein schönerer, interessanterer, geilerer, weiterer Torso-Twist am Start. Ich will wieder Madcat pushen jetzt, ne? Ey, jetzt nicht so geiler Move. Da haben wir einen Thanatos hinter uns. Ist es ein Stealth-Gauzer? Ne, ein LBX-Brawler. Komm ich hier durch das Gitter an ihn ran? Ja, zu teilen. Ein großer Fehler, den da viele begehen. Na, jetzt geht er. Oh, schade, ich dachte, er hätte nichts selber für den Doggy. Da müssen wir halt mal eben hin und pushen. Ey, du hast einen fucking Heavy. Er ist halbiert. Geh hin und töte ihn. Blockiert er damit seinen Scheiß. Ach, voll, ey, komm ich da nicht lang. Nicht schnell genug. Du bist halt eine gottverdammte feige Muschi, Mann, ey. Wie mir das ankotzt. Hin, rauf und töten. Dazu schwer. Oh. Los, tanz mit mir! Ey, er ignoriert mich. Aia! Na, ich muss hier vielleicht nochmal an der Balance arbeiten, was hier jetzt angeht. Können Sie jetzt bitte im Verrecken? Gutti! War das wieder der Timberwolf? Ja, und er hat überhitzt. Oh, Mann, 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 Mann. Ich muss nochmal abchecken, wie ich meinen anderen Bushi aufgebaut habe mit seinen Doppelrack 5 an. Ja. Counter is ECM, guys. Hit guys. If you have ECM. Na? Ein Kühlschrank! Come on, bitch! Bratan! Need assistance. Ja, jetzt muss ich hier ein bisschen twisten und hängen. Ich habe leider vergessen. Ah!
So, wie konnte der mein Center so gut erwischen? Den hat er jetzt von hinten rausgeräumt, ne? Es war ein bisschen dämlich, ich habe nicht drauf geachtet, wie viel Schaden ich fresse. Der hat's gut gemacht, der hat getwistet, den Schaden verteilt von den Rackfirmen. Muss man neidlos anerkennen. Hat er gut gemacht. Ich leider nicht so. Da. Komm, Hexagon Sun. Kleiner Flo, Bro. Zack, holt sich Magic Pengluft den nächsten. Genau, lass ihn lang genug drin sitzen. Es sind Heavy Large Laser. Ach ja, ey. Shit, die machen aber auch wirklich krass Schaden, muss man einfach mal sagen. Zwei Stück von denen. Sollte ich vielleicht auch mal ausprobieren, ne? Eisfeld sieht destroy. Aus. Halt. Zack, vorbei. Rainbow Cow oder was? Wie hieß das? Der Hero Mac davon. Ach, naja. Well played. GG. Aber krass. ECM und zwei Heavy Large Laser. Und das ist scheinbar relativ hitzeneutral. Oder hitzeffizient zumindest. Weil der mich ziemlich effizient zerlegt. Und ich war einfach nur doof im Dacker-Wanner. Nicht die intelligenteste Lösung. 15 Team Damage. Wahrscheinlich an den Timberwolf. Bei Killing Blows ein Solo 3 KMDD 526 Damage gemacht. Auch hier ganz nett, ne? Aber eben die restlichen Stats abchecken. Mit Hero Mac und Premium Zeit kriegen wir halt echt viel Siebels in den Arsch geschoben, muss man mal sagen. So, Shavop. Vielleicht muss ich mal überlegen, dass ich demnächst auch mal die Vapor Eagle Variation bringe. Da müssen wir mich aber jetzt noch ein bisschen reinspinnen. Mit dem Vapor Eagle bin ich tatsächlich scheiße. Also die paar Male, wo ich es ausprobiert habe, da war das eigentlich immer sehr... Ich will es nicht sagen niederschmetternd, aber ernüchternd ist die dezentere Wortwahl für das, was mir da widerfahren ist. Da steht ja der High Roller auch nicht großartig verändert. Und das sehe ich ja jetzt erst hier oben. Das ist ja, ach Mensch, das ist ja tatsächlich hier Fleck-Camo. für jedes Biom geeignet. Ja, hier das Orange, so ein bisschen für Wüste, Dschungel. Im Wasser oder so? Wo gibt es denn viel Blau? Schnee halt, ne? Ja, nice. So, eine Light 280 ist auf jeden Fall verbaut. Vielleicht kann man auch einfach die Geschwindigkeit ein bisschen reduzieren und dafür mehr Heat-Dings. Hier, da tut sich allerdings nichts. Da müsste man auf... Schwierig. Ich belasse den Bild einfach erstmal so. Ich stelle nochmal weiter drüber nach. Ich vergleiche den mit meinem anderen Waschwecker, den ich habe. Den Laser könnte man sich gegebenenfalls sparen und dafür ein Heat-Ding einbauen oder so. Ansonsten mehr Munition, Enhanced Ragnarok, dass die Dinger, wenn sie blockieren, nicht so lange blockiert sind. Bisschen in Survival Tree, da arbeite ich mich gerade durch für noch etwas mehr Panzerung. Mobility Speed Tweak ist ja immer wo mal ein Pünktchen wert. Finde ich zumindest, also beim Waschmecker, da macht sich das schon bemerkbar. Und Auxi kommt später, der kleine Consumable-Slot, aber nicht jetzt, nicht heute. Ja, alles anders, will ich konfirmen. Besten Dank fürs Zugucken, Leute. Traumhaften Tag. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.